Hallo Leute, heute erzähle ich euch die Geschichte, wie ich im Fernsehen war. The preacher, would you be my... Mr. Dun, 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 dun. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Das nun folgende Video kann Ansätze von Sarkasmus und Satire enthalten. Wenn du schwache Nerven hast, schalte besser aus. Ja, ich war mal bei Wester Gabelherz. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Das ist eine österreichische Serie. Um ehrlich zu sein, einfach nur Bullshit. Wobei ich zu meiner Verteidigung sagen muss, dass es nicht geplant war, dass ich da mitmache. Im Endeffekt war es so, ich war in einer finanziellen Notlage, Puls 4 hat mir Geld geboten und ich habe angebissen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch jetzt kurz aufklären, wie das ungefähr abläuft. Ich kann nur für den Dreh sprechen, bei dem ich war. Da ist so gut wie 80%, würde ich mal sagen, fake. Angefangen vom Drehort, der war in meinem Fall zum Beispiel einfach nur eine Ferienwohnung, bis hin zu den Schauspielern, wo, wenn man mit denen spricht, eigentlich jeder es nur wegen dem Geld macht, ist alles eigentlich nur gestellt. Was ja an sich nicht schlecht wäre, aber man hat halt keine Ahnung, wie das fertige Produkt dann aussieht. Man wird dazu angeleitet, das zu machen, das zu tun, das soll so und so sein. Aber im Endeffekt weiß man nicht, wie die einen darstellen. Man hat keine Ahnung. Es kann sein, dass sie sich nur negative Punkte suchen und die Person komplett in der Öffentlichkeit bloßstellen und niedermachen. Ich meine, gerade bei mir ging es ja noch. Ich meine, sie haben sich ein bisschen darüber lustig gemacht, dass ich sage, ich mache Sport und bin ein bisschen übergewichtig. Zu dem Zeitpunkt war ich auch noch übergewichtig. Aber wie ich jetzt denke, die Hauptkandidatin meiner Folge, die ist ja nackt in die Badewanne gegangen und das haben irgendwie Millionen von Leuten gesehen und die ist aus Innsbruck, das ist jetzt nicht gerade die größte Stadt, ich meine, sie haben 150.000 Einwohner, aber jeder weiß eigentlich, wer das ist. Sie ist ihr Leben lang geschädigt von dieser Folge und dafür ein paar läpprige Euros finde ich echt krass, das finde ich richtig krass, denn die wird echt verdammt lange Image-Schaden haben. Mit dieser Serie wollte doch Leute zusammenbringen, damit bewirkte genau das Gegenteil. Denn die wird jetzt überall als Schlampe behandelt. Und das nur, weil ihr Wert auf eure Einschaltquoten legt und das die Einschaltquoten natürlich hebt. Abgesehen davon finde ich es richtig dreist, wie hardcore die Leute eigentlich verarscht werden. Im wahrsten Sinne des Wortes verarscht. Und alleine schon das Alter, ich war zu dem Zeitpunkt 20, ich wurde 3 Jahre älter gemacht. Fucking 3 Jahre, okay? Nur damit ich in die Geschichte reinpasse. Und das finde ich schon extrem krass, dass man sein Publikum so enorm verarscht. Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, kannst mich am Arsch lecken! Damit verabschiede ich mich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich da oben. Bis dahin, ciao! I'm not afraid of the dark.